Sagen dir diese Zahlen unter der Zeichnung irgendwas? 1419, 1420, 1421. Hat vielleicht mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun. Oder halt, 1419 kam Papst Martin V. nach Florenz, oder? 1420 ging er nach Rom und im selben Jahr begann Brunelleschi mit dem Bau des Duomo. Und 1421... 1421... Ja, das schlag ich nochmal nach. Das sind 30... Nee, 40 Jahre vor Ezios Geburt. Was soll da gewesen sein? Auf was will Ezio uns da bringen? Hat er vielleicht erfahren, wer Desmond ist? Und uns diese Botschaft hinterlassen? Wer weiß. Und? Wie gefällt dir Monteriggioni? Das ist nicht Monteriggioni. Monteriggioni ist eine Stadt der Renaissance. Frag mich, was ich von der Stadt im Jahr 1554 halte, dann antworte ich. Dachte, du magst es auch heute. Hat sich nicht groß verändert. Genau. Geschichte ist Veränderung. Leben ist Veränderung. Wenn sich etwas nicht ändert, ist es tot. Ich habe zu tun. Okay, dann gehe ich eben zu Lucy. Habt ihr euch eigentlich entschieden, mit wem ihr gerne einen Kaffee trinken gehen würdet? Ich weiß es nicht so genau. Ich würde mit beiden. Guckt mal. Die Lucy spielt auf dem rechten Bildschirm Assassin's Creed Project Legacy. Du kannst es mit deinem Brotherhood-Account verbinden. Du kannst Bonusinhalte freischalten, Lucy. Das musst du wissen. In den Animus Desmond. Was machen wir jetzt mit Abstergo? Aussitzen. Sobald wir den Apfel finden, kontaktiere ich die Teams im restlichen Europa. Aber was Italien angeht, sind wir allein. Ein bisschen Hilfe von oben wäre auch nicht verkehrt. Unsere Top-Assassinen sammeln Infos über den Satellitenstart der Templer. Wir haben mögliche Startrampen in den USA, China und Russland gefunden. Aber noch keine heiße Spur. Was machen die anderen Teams? Abstergos Suche nach Edensplittern stören. Soweit ich weiß, hat Abstergo keine Ahnung von den Tempeln und Ezios Apfel. Wir liegen endlich mal vorne. Wie sollen die das auch mit Ezio wissen? Er ist mein Vorfahre. Ich bin beschäftigt. Okay, da gehe ich eben nach Rebecca. Du bist konzentriert. Ich habe gerade die Systeme des Babys gepatcht. Es wird immer besser. Kann Desmond dieses Mal auch Erinnerungen nacherleben? Verlass dich drauf, er wird. Ich brauche keine Erinnerungen nacherleben, weil ich alles perfekt machen werde. Immer schon ein Hacker? Nee, mehr so Sportlerin. Aber ich habe mich verletzt und fing mit den Computern an. Wer hätte gedacht, dass Programmieren genauso spannend ist, wie sich ein Brett anzuschnallen und aus einem Heli zu springen? Nur zur Info, du solltest vielleicht mal deine Nebennieren checken. Weißt du? Weil das ist einfach nicht normal. Also ich rieche ja vom Animus aus nix. Ich kann das also nicht beurteilen. Hier haben wir ein paar Bilder von Rom. Das Kolosseum, ein paar Ruinen. Dann diese Brücke. Borgia. Und das da. Also jetzt direkt vom Kopf her. Das wird wohl Cesare sein. Und links daneben seine Schwester Lucrezia. Wir reden später. Okay, da gehe ich jetzt mal Rom von dem Borgia befreien. Hat ein schönes Lächeln. Wie du vielleicht.
vielleicht im Van bemerkt hast, habe ich den Animus weiter verbessert und außerdem ein neues VR-Trainingsprogramm eingebaut. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. Kurze Attentatserie. Ach. Vorführeffekt. Ich hab's doch geübt. Ich hab's doch mit einer anderen Stadt geübt. Du erreichst weitere VR-Missionen über das Animus-Menü. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Damit dein Unterbewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Markiere Sequenz 2 für mich, Desmond. Gut, jetzt wähl sie aus und du siehst die Erinnerung darin. Nach Freischaltung einer Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse? Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Eine Sache noch. Wenn du deine Synchronität steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähl die erste Erinnerung. Desmond, ich habe mir diese komischen fünfstelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Also wieder Glyphen. Kalmatevi, der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Si, Messere. Ich werde die Altair-Rüstung vermissen. Aber besser als nix. Rom, Januar 1500. Roma. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleum? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Die Höhle des Löwen. Einen Arzt finden. Für 100% müssen wir mindestens ein Quadrat behalten. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Ich muss einen Arzt finden.
Lass dich jammer nicht rum. Du bist Schlimmeres gewohnt. Ach, mein Arm. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. In eurem Alter. In Chile. Tja, mit 41 ist man halt nicht mehr so gelenkig und widerstandsfähig. Ach, mein Rücken. Als mit jungen 18. Auch wenn wir eigentlich täglich Sport gemacht haben. Heißt ein Bauer, widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Allerdings. Aber wir haben ja auch nur ein Quadrat. Das heißt, wenn wir es verlieren, sind wir auch tot. Da oben ist ein Borgia-Wappen. Und jetzt hat mein Gatte auch noch angefangen zu trinken. Was wir uns gar nicht leisten können. Dio Camisea. Solltet ihr euren Mann mal gehörig an die Brust gehen. Wir wollen mehr Arbeit für weniger Lohn und am Zahltag vertrösten sie uns nur. Es wird wohl nicht schwer, die Leute gegen Borgia aufzuhetzen. Es könnte leichter werden, als wir uns vorgestellt haben. Den jungen Dottore gesehen, der jeden Freitag hier seine Runde machte? Mein Fuß pocht. Ich weiß nur, dass die Waffe im Kurs nicht geht. Was macht ihr da? Ich stehe tief in eurer Schuld für eure Güte. Ich bleibe lieber am Boden, bevor ich noch Fallschaden davon trage. Heute lag wieder ein Toter in der Straße. Kein Verbrechen dieses Mal, sondern Hunger. Ein armer, verbrauchter Tropf. Aber niemand. Die lassen ihre Leute verhungern. Ich hoffe, die Wache verdächtigt dich nicht. Ich habe die Bilder nur auf ihrer Hätte derjenige, der das Kind von der Madonna mit Kind-Statue in der Mauer oberhalb des Käsehändlers gestohlen hat, die Güte, es wieder zurückzubringen. Was haben wir denn alles? Pistolenaufsatz, Wurfmesser, Schwert, Giftklinge und die normale Klinge. Ich mach mal die Schnellleiste anders. Schwert auf 1, Klinge auf 2. Faust auf 3. Oh. Medizin auf 4. Ja, dann nimm jetzt einen halt.
Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. And Number 6. So gut wie neu.